Ah, wir sind schon da. Hallo. Guten Morgen. Moin. Wir sprechen heute über Martin Hinteregger und Österreich. Wir sprechen über Enrico Maaßen und vielleicht sprechen wir auch über den SV Strahlen. In diesem Sinne, Themen, Themen, Themen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe Moin. ganz vergessen, wir sprechen vielleicht auch über Teutonia Ottensen. Ja, aber Also. das kann man alles verbinden, glaube ich. Also Strahlen, St. Pauli, Ottensen, ich sehe da eine Klammer. Ja? Kommen wir später zu, würde ich sagen. Okay, da bin ich mal gespannt auf die Klammer. Naja. Erstmal den Aufreger des Tages. Hi! Martin Hui! Hinteregger. Mensch, Kultinti! Ja, vielleicht auch nicht so kultig. Weiß ich nicht. Habe ich noch keine abschließende Meinung zu, aber wir können zumindest sagen, worum es geht und warum wir über ihn sprechen, denke ich, ne? Genau, also folgendes: Martin Hinteregger organisiert am kommenden Wochenende den Ja, Hinti Cup. also nächstes Wochenende, in 10 Tagen Achso, genau, sozusagen. in 10, genau. Nicht kommendes Wochenende, sondern das darauffolgende Wochenende Ja. ist der große Hinti Cup in Martin Hinteregger's Heimatdorf, glaube ich. 300 Seelengemeinde irgendwo in Österreich Ja. mit Musik, mit Turnier und Frühschoppen und Blasmusik und allem drum und dran. Genau, also wenn man sich das anguckt, gerade auf dieser Website, die es extra dafür gibt, da muss man sagen, das ist eine geile Sache. Also wenn man das so sieht, da gibt's ein Fußballturnier mit Freizeitmannschaften, Hinti selber will vielleicht mitspielen, da gibt es eine Menge Bier, da gibt es Schlagermusik, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber da kommen die ganz großen Namen. DJ Also Ötzi ist da. DJ Ötzi kommt, ich glaube Andreas Gabayé soll auch kommen. Nein, ich weiß nicht, glaube ich nicht. Nee, Aber es wird passen. ja, es wird passen so, also dieses Ganze, also. Wenn man Bock auf Österreich hat und Natur und Fußball und Sport, dann denkt man so, Mensch, dann ist Vega, es. Vega Da kommt auch. Eigentlich Vega kommt auch. war zumindest Heieiei. auf Also. der Setlist, auf der Ja. angekündigt. Und das Ganze so unter dem Motto Hinti, ey, lass uns mal ein geiles Wochenende machen. So, also, Genau. ich sag mal, wenn du mit den Jungs so ein Pfingstwochenende die irgendwo ausmalen könntest, ja, Hinti Cup wäre wahrscheinlich könnte auf es der sein. Liste. Allerdings beginnt das Bild zu bröckeln, Ja. denn wir haben gesagt, Beziehungsweise gerade. das Bild verfestigt sich beinahe, wenn man sagt, Ich wollte gerade viel sagen, wenn wir Natur, Sport, Österreich, Österreich mit allem, was Berge, dazugehört, zu so. Österreich gehören halt auch, wenn man böse sein will, Rechtsextreme. Rechtsextreme. Und offenbar hat sich Martin Hinteregger, um dieses Turnier zu organisieren, oder das läuft dann über irgendwelche Gesellschaften und so, und sein Ja. Partner ist, wie jetzt ein österreichischer Journalist enthüllt hat oder aufgeschrieben hat, seit Jahren Mitglied in der FPÖ, bei den Identitären, war auch in Deutschland, glaube ich, in irgendeiner Nazi-Organisation, Die mittlerweile also verboten ist. genau, wirklich kein unbeschriebenes Blatt in der Ja. Hinsicht. Heinrich Sickel. Genau. So heißt der Mann und macht Geschäfte mit Martin Hinteregger. Ja, oder Martin Hinteregger macht Geschäfte mit ihm. Das Das wäre gilt es ja. jetzt zu klären. Ich denke, Genau. dass da in den nächsten Stunden, Tagen wohl die eine oder andere Stellungnahme fällig sein wird. Ja. Ist insgesamt ein bisschen schwierig aktuell, ein bisschen diffizil, dieses Bild, weil es geht darum, es gibt eben diesen 300 Seelenort, aus dem Hinti kommt. Sein Vater ist dort irgendwie Gemeinderat Gemeinderat, oder ja. sowas, ne? Also so ein halber Bürgermeister. Und dieser Sickel kommt da eben auch her und seine Mutter ist da irgendwie auch in der Gemeinde aktiv. Ich meine, das sind Genau. halt 300 Leute. Das ist halt, machen wir uns nichts vor, das ist halt ein Die Dorf. Jeder kennt jeden, jeder weiß, was da los ist. Mutter von Sickel war wohl auch FPÖ-Ministerin. So. Und beim Sickel, ich war gerade nur mal auf dem Twitter-Account von ihm, Oh Gott. wenn das er ist, also da gehe ich jetzt einfach mal von aus, da brauchst du dir nur die ersten 10 Tweets angucken, da weißt du, wohin die Kerbe geht. Also, heieieiei. Ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass man wahrscheinlich Martin Hinteregger nicht durchgehen lassen können wird, wenn er sich versucht, damit herauszureden, er hätte ja von nichts gewusst. Ja, Das, das. ich glaube, der Weg ist mittlerweile ist vermauert. Also wenn man da so eine, hier schreibt es auch Kollege GDRF 23, ich denke, wer mit einem FPÖler eine GmbH gründet, weiß, was er da tut. Da kann man sich schon eine Abschiedsmeinung bilden. Er wird sich nicht mit Unkenntnis rausreden können. Also ich glaube, so viel sicher und Ja, hier schreibt TSGE, aber gerade wenn ein Journalist es erst enthüllen muss, scheint der Typ kein offensichtlich Rechter zu sein, weshalb meiner Meinung nach bei Hinti Unwissenheit unterstellt werden muss. na, ich Nee, glaube, der ich glaube, Punkt ist eher, das dass funktioniert nicht ganz. das nicht so bekannt war, dass er da in diesem Turnier, bei diesem Turnier
genau. Geht es. Also ich glaube, dass man, ich glaube, der Journalist musste nicht enthüllen, dass Martin Sickel ein Rechtsextremer ist. Also genau. Das ist genau. Nicht der Punkt. Sondern es ging darum, dass die eben zusammenarbeiten. Genau. Und das ist ja auch häufig so bei so, dann werden irgendwelche Gesellschaften gegründet und GmbHs und dann ist das auch eine Tochtergesellschaft und Eventveranstaltungsfirma und keine Ahnung und läuft über irgendwelche Beteiligungen und was weiß ich und da diese ganzen Geflechte zu entwirren, ist ja auch nicht immer ganz einfach. Ja, wobei in dem Fall war es sogar ein bisschen einfacher, denn der Heinrich Sickel, der stand bis heute Morgen oder bis gestern Abend als Pressekontakt auf der Website. Also der Name war sogar auf dieser Website und ich vermute mal, weil gerade der Blogger, der das enthüllt hat, eben sich sehr, sehr viel damit beschäftigt, der wird sich wahrscheinlich diese Website angeguckt haben, wird den Namen gesehen haben und in dem Moment hat schon geklingelt und er gesagt, Moment mal, ist das der? Und ich meine, der Name, ich kenne mich jetzt so gut in Österreich nicht aus, aber gerade mit diesem Heinrich hinten dran, wahrscheinlich in dem Moment, weißt du schon, Moment, das kann ja eigentlich nur der eine sein. Mhm. Wie gesagt, wenn man kurz den Namen googelt, dann weiß man eigentlich schon, was das für ein Typ ist und was für Einstellungen der hat, ja. Über die man hier jetzt auch gar nicht mehr so diskutieren muss, weil genau. Das einfach krass. Ist natürlich auch ein weiterer Baustein im Bild irgendwie von Martin Hinteregger, was sich irgendwie auch zuletzt nochmal. Der Typ ist ja auch. Was ist er? Also, auf der einen Seite gibt er sich als Kult-Hinti, spricht offen oder säuft nach dem Europa League-Finale 3 Tage mit Fans und so, gibt sich volksnah und fannah und spricht auch offen über schwierige Zeiten, Depressionen, war ja auch ein Thema bei ihm, worüber er offen gesprochen hat. Spielsucht, glaube ich auch. Ne? Spielsucht und wird von den Fans vergöttert. Ja. Dieses Bild dürfte nun auch bröckeln. Ja, das weiß ich eben gar nicht so genau. Das macht es ja eigentlich auch so schwierig. Ich finde gerade auch dieser Fall Hinteregger jetzt, so nenne ich das mal, zeigt ja irgendwie auch, warum man so klare Kante gegen Rechtsextreme zeigen muss. Ne? Weil ja. Also das ist jetzt ein bisschen Mutmaßung, aber ich glaube nicht, dass Hinteregger ein offen rechtsextremer Mensch ist. Aber er arbeitet eben mit diesem Mann jetzt gerade zusammen. Ja, ja? Also Anna bringt es eigentlich gerade auf den Punkt, der Typ ist offen rechts und Hinteregger weiß das. Und wenn er Bock hat, mit dem zusammenzuarbeiten, dann ist das Urteil klar. Genau, und das Problem ist halt einfach, gerade auch wenn Hinteregger sagen würde, ja Mensch, mich interessiert die politische Einstellung von dem Kerl nicht, ich möchte hier wirklich nur ein gutes Fest machen, funktioniert wie auch immer. Nicht. Genau, das funktioniert halt eben nicht. Und das Problem ist, dass er, Hinteregger, in anderen Bereichen eben so eine sympathische, glaubhafte Figur ist. Ja. Und er mit seinem Namen, mit seinem ja eigentlich guten Namen auch bis gestern, sage ich mal, ja, eben genau das, was du gerade gesagt hast, eine Kultfigur im besseren Sinne, jemand, der einen engen Draht zu den Fans hat, dem man irgendwie auch glaubt, dass der Bock hat auf Eintracht Frankfurt, der arbeitet mit diesem Typen zusammen und bietet dem Typen erstens eine Bühne und zweitens auch eine Reputation, dass der ja irgendwo auch sagen kann, so Mensch, selbst so ein Hinteregger, der arbeitet mit mir, ganz so schlecht kann ich ja wohl nicht sein, ne, und das ist ja eben auch häufig eine Art und Weise, wie Rechtsextreme versuchen zu arbeiten, indem sie halt sich, sag ich mal, in der breiten Mitte der Gesellschaft irgendwo einzunisten und zu sagen, ja Mensch, und dann über solche Freizeitaktivitäten, über solche Geschäftsaktivitäten eben reinzukommen und sich so ein bisschen einen Leumund zu machen. Ja. Und Hinteregger hält ihm auch noch die Steigbügel hin. Genau, und deshalb sind wir wie viele weitere auch, glaube ich, einfach gespannt, wie sich Martin Hinteregger dazu positioniert und äußert. Er wird nicht drum rumkommen und auch, ich glaube, Eintracht Frankfurt wird nicht lange schweigen können. Ja, ich meine, die haben bisher kein Statement abgegeben, obwohl der Blogger, der Journalist danach gefragt hat. Mhm. Und ja, das ist natürlich jetzt auch für Frankfurt, gerade mit dem, was bei Hinteregger so die letzten Wochen in Frankfurt los war, was ein ganz anderes Thema war, aber ne, wo es darum ging, wollen wir den überhaupt noch bei uns im Kader haben oder nicht, einfach nur aus sportlichen Gründen. Aber Eintracht Frankfurt lebt, gerade auch im letzten Jahr, wie kaum zweiter Verein, dieses Motto im Herzen von Europa, klare Abgrenzung gegen rechts. Peter Fischer ist jemand, der immer den Mund aufmacht und
Ist ein bisschen Lackmustest jetzt, ne? Also, ja, genau, sagt hier auch in den Kommentaren. In Frankfurt kann sich so etwas den Kultstatus kosten. Wir stehen als Verein für eine offene, bunte Gesellschaft. Hinti hat sich da in eine extrem bescheidene Lage gebracht. Ja. Genau. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Jo. Juti, ich würde sagen. Ja, mehr können wir jetzt auch, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt nicht. Also, es hängt jetzt wirklich an den Statements, die folgen werden. Und, dass man vielleicht auch ein bisschen nochmal nachvollziehen kann, wie ist das Ganze eigentlich entstanden. Ja. Genau. Vielleicht sagt er auch, alles war ein Riesenfehler, hätte nie passieren dürfen, aber das ist jetzt Spekulation. Genau. Von daher so, warten wir das ab. Warten wir das ab. Nächstes Thema, harter Cut. Ja, so. Man hätte jetzt eine Überleitung machen können über den Nachnamen, aber du wolltest über Augsburgs Trainer sprechen, oder? Ja. Maaßen. Oh! Ich überlasse den Rest der freien Assoziation. Ja, wir breiten ihn nicht weiter aus. Nein, warum? Sondern sprechen über den neuen Trainer des FC Augsburg, der gestern offiziell bekannt gegeben wurde. Es handelt sich um Enrico Maaßen. Wieder ein Trainer, ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund 2, der den Sprung eine Stufe höher geschafft hat. Und ein ganz heißes Eisen war jetzt die letzten Wochen, ne? Also, was man so hört. Viele Vereine waren an ihm interessiert. Umso interessanter für mich, dass er sich für den FC Augsburg entscheidet. Das stimmt. Gab's keinen Premier League-Verein, der Interesse hat? Oder ist das schon wieder durch, das Thema, also seitdem es mit Jan Sievert nicht geklappt hat? Ach so. Das ist ja auch faszinierend, ne? Manchmal, wie so Mechanismen oder so Vereine einfach denken, so manchmal, ja, das hat doch geklappt da mit so einem Dortmund 2-Trainer. Das probieren wir jetzt auch einfach mal. Ja, genau. Für mich so das gleiche Beispiel, wie als Schalke Rabi Matondo geholt hat, weil man gesehen hat, okay, so junge englische Profis oder britische Profis, Jadon Sancho bei Dortmund und so weiter, von Manchester City. Junge, jetzt auch mal ein. Matondo kam ja auch von Manchester City. Ja. Jetzt auch mal ein. Ja, was kostet der? 10 Mille? Ach komm, Schüttrupp. Wir verkaufen in 2 Jahren das Zehnfache. Naja. Ja, jetzt wird darüber spekuliert, ob er bei Cercle Brügge bleibt oder nicht. Oh Gott. jedenfalls, Enrico Maaßen, genau. Irgendwie so das heiße Eisen in den letzten Tagen und Wochen gewesen. Also der wurde mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht, was da stimmt oder nicht, weiß man dann auch immer nicht. Aber Greuther führt Schalke 04, glaube ich, hieß es auch mal kurz, kann das sein? FC Augsburg, quasi jeder Verein, der gerade einen neuen Trainer gesucht hat, da war Enrico Maaßen immer vorne mit dabei. Und ja, jetzt Augsburg heißt für mich im ersten Moment, Maaßen war vorher bei Dortmund 2 in Rödinghausen und bei Drochtersen-Assel. So, und da kommst du jetzt ins Spiel mit deiner Expertise zur Regionalliga Nord. So, ja. Was kannst du uns als auch ehemaliger Teil der Regionalliga Nord, zumindest emotional. Dass mir Drochtersen-Assel immer enorm auf die Nerven gegangen ist, weil die haben immer so Spiele gegen uns gewonnen. Trotz oder wegen Enrico Maaßen? Ja, eben drum. Also ich glaube, alles, was ich gehört habe, so ein sehr vernünftiger, normaler Typ im ersten Moment. Im ersten Moment? Ja, also es ist jetzt niemand, gibt ja auch so Verrückte an der Seitenlinie oder so. Das ist er jetzt nicht, sondern es ist jemand, der so akribisch arbeitet. Ja. Und der aus sehr wenig, recht viel macht. Mhm. Also doch, das ein Assel war immer so, die hatten, ja, ich glaube, die haben da auch so eine Struktur, dass sie mal einen Euro mehr bezahlen können für solche Verhältnisse halt. Ja. Aber die waren halt eigentlich nie Ligaspitze in der Regionalliga Nord, haben dann mit ihm zusammen den Aufstieg in die Regionalliga, also von der Oberliga in die Regionalliga geschafft und haben dann auch immer ordentlich mitgespielt. Also immer ein guter Mittelfeldplatz, sage ich mal, ein bisschen weiter vorne. Sehr häufig den Landespokal gewonnen, deswegen waren sie auch sehr häufig im DFB-Pokal. Ja. Und dann ist er zu Rödinghausen gegangen und mit denen wäre er ja beinahe auch aufgestiegen. Da hat er also auch wieder aus relativ wenig sehr viel gemacht. Ich überlege gerade, war Engelmann bei Rödinghausen? Engelmann war vor Essen bei Rödinghausen. Also ich weiß nicht, ob sie zusammengearbeitet haben, aber das müsste passen. Okay. Jetzt Dortmund 2. Und da hat er wieder auch sehr gute Arbeit geleistet, hat gezeigt, dass er Talente irgendwo weiterentwickeln kann, hat sehr, sehr guten Fußball spielen lassen. Auch nochmal eine Liga höher. Ne? Also nochmal die Liga ist ja schon nochmal ein anderes Kaliber als die Regionalliga. Exakt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Maaßen ist sogar mit denen aufgestiegen. Ne? Das war letztes Jahr. Ja. Genau, mit Dortmund 2 ist er aufgestiegen und ich habe Dortmund 2 vor 3 Monaten gesehen und für mich
bester Fußball in der dritten Liga gespielt. Okay, also das wirklich, ist natürlich eine Ansage. Ja, vielleicht noch Magdeburg mit Titz, so, die waren auch sehr, sehr stark, die sind aber auch Meister geworden. Ja. Ich fand technisch, taktisch, Geschwindigkeit, das war eine andere Liga. Also was? Genau das, was ja auch so eine zweite Mannschaft von einem Bundesliga-Verein möglicherweise darstellen soll. Ja. Also die Jungs fand ich alle richtig gut. Da drängt sich natürlich umso mehr die Frage auf, warum FC Augsburg? Ja, ich meine, das ist auch wieder ein Verein, wo er ziemlich ruhig arbeiten kann, ja, sollte man meinen, ja, oder? Ja, vermeintlich eigentlich, ne? Aber ich glaube, diese Augsburger Ruhe ist ja jetzt auch mittlerweile so vorbei. Also wir hatten es ja jetzt hier, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal und auch in internen Gesprächen hier durchaus, dass der FC Augsburg gerade alles andere als ein ruhiger Verein ist, ne? Mit dem Rücktritt von Markus Weinziel, der sich verkracht hat, mit Stefan Reuter, mit dem Rücktritt von Hoffmann heißt er, glaube ich, ne? Der starke Vereinspräsident. Ja. Genau. Mit Transfers in Größenordnung von Ricardo Pepi. Also mit aus wenig viel machen, würde ich sagen, ist jetzt gar nicht mehr so das Augsburger Ding, sondern da ist schon. Mal ein bisschen angreifen, ne? Ja. Ein bisschen mal gucken, was so geht. Aber ich finde so mit Maßen, sonst Augsburg war für mich in der. Ja, in der Außenbetrachtung, ich meine, man hört halt natürlich auch sehr, sehr wenig von diesem Verein, gerade vergleichsweise. Das war für mich immer ein Abstiegskandidat. Immer so, ja, Augsburg könnte auch dieses Jahr mal 16. werden. Mhm. Und jetzt so mit Maßen hat das gleich einen ganz anderen Charme. Und ich denke mir, oh, das könnte auch mal so eine Überraschungsmannschaft werden, die vielleicht mal 8. wird, die vielleicht mal 7. wird, die vielleicht mal anklopft. Kann ich mir gut vorstellen, also besser als mit Weinziel jedenfalls. Könnte ich mir auch trainermäßig besser vorstellen, ja. Bleiben wir mal bei Trainern, oder? Okay. Und wir bleiben auch in der Regionalliga. Oha. Wo ja auch Enrico Maaßen zu Hause war. Ja. Regionalliga West, SV Strahlen hat ja, einen neuen Trainer. Ja. Thomas Bredaric. Wow. Der ist auch schon viel rumgekommen jetzt. Wie kommt das denn jetzt? Kann ich dir nicht sagen. Also du hattest jetzt gerade gesagt im Vorgespräch, sein Sohn war in Uerdingen. Ja, sein Sohn ist, ich glaube, immer noch unter Vertrag in Uerdingen. Ich weiß nicht, wie da genau der Stand ist, aber letzte Saison Regionalliga gespielt mit Uerdingen. Okay. Deshalb war Bredaric zumindest auch häufiger mal da vor Ort. Ah ja? Auch auf der Tribüne zu Gast und so. Und würde ich sagen, von daher kennt er durchaus die Regionalliga West. Okay. Und Strahlen ist auch, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das alles richtig zusammenkriege, aber starker Mann bei Strahlen ist Hermann Tecklenburg. Sicherlich. Ehemann von Martina Voss. Ja. Tecklenburg. Und also der Nationaltrainerin. Genau. Und auch Inka Grings war ja mal Trainerin. Genau. Bei Strahlen. Genau, Inka Grings. Das war zu der Zeit, meine ich, die am höchsten trainierende Frau im Männerfußball. Mhm. Wurde dann abgelöst oder gleichgezogen mit Imke Wübbenhorst bei den Sportfreunden Lotte. Ja. Genau, und alles, was ich so von Strahlen bisher mitbekommen habe, es ist ja mehr so deine Richtung, deswegen musst du mir da im Zweifel helfen. Aber schon noch, das ist kurz vor der Grenze, glaube ich. Ist schon wirklich ein Schritt und dann bist du in Holland ungefähr. Ja, bei Gladbach ungefähr ist ja, das, oder? Ja. Dahinter noch so. Ja. Das ist ein sehr eigenwilliger Verein. Also das ist gerade der Tecklenburg, ist glaube ich ein ganz starker Mann in dem Verein, der auch immer wieder so ein bisschen dazu neigt, so in Anführungszeichen verrückte Sachen zu machen, gerade so auf der Trainerposition. Ich glaube, der ein oder andere Trainer hat sich auch mit ihm dann ordentlich verkracht. Aber Strahlen jetzt seit, lass mich lügen, 10 Jahren eine ganz solide Nummer in der Regionalliga West. Als die Blumenstädter. Als Dorfverein könnte man beinahe sagen. Also hat er so ein bisschen Dorfcharakter. Ja, das Synonym, wie man es ja auch in der Sportberichterstattung dann gerne verwendet, ist, glaube ich, die Blumenstädter. Ah, ja, ja. Strahlen die Blumenstadt. Na sicherlich. Blumenstadt, weil da die ganzen, Gewächshäuser da schon sind. Ich glaube, fast ja. Also ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber macht Sinn. Ah ja, so okay. Dann schon quasi, ne? Ja, ja, da gibt es so mehrere Firmen, die da sehr viel machen in Richtung Botanik. Ja. Aber Thomas Bredaric, wo war er zuletzt? Hast du es auf dem Schirm? Boah, nee. ich hätte ja, jetzt fast gesagt Neustrelitz Ausland oder so. Ist aber schon her. Ich glaube auch Ausland. Aber das ergoogeln wir uns mal fix. Der war noch mal hier in Berlin, glaube ich, unterwegs. Da habe ich ihn noch mal gesehen. Am Tag der Amateure lief er rum. Ich würde sagen, lass mich lügen, Tasmania. Oh, zuletzt bei oder Tennis Borussia. Zuletzt bei Vlasnia Skoda. In Albanien. Eieiei. Ja.
Und davor bei Rot-Weiß Erfurt. Und davor bei TMB. Und davor bei KF Skendia in Mazedonien. Oh. Davor Steinbach, auch so ein ambitionierter Regionalligist. Ne? Ja, aber da hat es, glaube ich, jetzt aufgehört, ne? Ich weiß nicht genau. Wolfsburg 2 und dann Neustrelitz. Und bei Uerdingen hat er auch mal die U19 gemacht. Eieieiei, das klingt wirklich nach dem Worst of der Trainerstation. Da muss man mal einen Trainer finden, Aufgabe auch an die Community, einen Trainer, der den einen vergleichbaren Namen hat, also er ist immerhin Nationalspieler gewesen, lange Zeit, war lange Zeit in der Bundesliga, der einen vergleichbaren Namen hat und so eine deprimierende Trainerlaufbahn. Also bei allem Respekt, aber das sind wirklich Namen, wenn du mit diesem Verein ja auch nichts am Hut hast, dann tue ich mich schwer. Dann tue ich mich wirklich schwer. Ich hätte gerade fast Lothar Matthäus gesagt, weil es... Ja, aber der war wenigstens mal Nationaltrainer, ja, ne? Ja, schon nochmal eine Etage höher, aber da finde ich es... Dafür ist der Name halt auch nochmal größer. Ja, der spätere Thomas Doll. Ja. Der spätere Thorsten Fink. Ja, Thorsten Fink hat halt lange Zeit Andres Iniesta trainiert, ne? Also. Ja, ja, okay, aber jetzt zuletzt zu FC Riga und jetzt ist er nochmal woanders hingegangen. Ja, okay. Das tut weh. Jetzt gucke ich mal kurz, Markus Babbel habe ich gerade auch so ein bisschen im Kopf. Was hat der so die allerletzten Jahre gemacht? Ich glaube, der konzentriert sich auf seine DJ-Karriere. Ah, okay, Babbel schon geiler. Stuttgart, Hertha, Hoffenheim, Boah. FC Luzern und dann Sydney Wanderers. Da kann man nichts zu sagen. Nee, das ist I.O. Christian Ziege war zuvor Trainer bei FC Pinzgau-Saalfelden, Ratchaburi Mitripol und Atletico Balearisch. Das war alles, nachdem er bei der Spielvereinigung Unterhaching war und davor die U18 und U19 Deutschlands trainiert hat. Also da würde ich sagen, das geht in eine ähnliche Richtung. Mhm, das stimmt. Jörg Böhme auch, also wenn wir gerade so die Christian Ziege Generation haben, Jörg Böhme auch, da ist die nie so richtig in Schwung gekommen, die Trainerkarriere. Zuletzt U19 Zwickau. Hat auch immer mal, ich glaube, war auch dann mal Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft von Schalke und dann aber auch Cottbus hat er als Cheftrainer auch kurz gemacht. Aber alles auch nie so richtig langfristig und so. Das fällt das gerade auf, das ist sehr, sehr viel WM 2002 Kader, ne? So grob die Richtung. Ja. Carsten Janka zum Beispiel hat mitgenommen. SV Mattersburg in der Jugend, dann SC Neusiedl am See in der Jugend, dann war er Stürmertrainer bei SC Neusiedl am See, dann hat er die U15 von AKA Rapid Wien übernommen. Dann ist er Co-Trainer von SK Rapid Wien geworden. Dann was ist der Unterschied zwischen AK? Achso, ist so Akademie wahrscheinlich. Ja, vermute ich. Dann ein Jahr SV Horn, 3 Jahre FC Marchfeld-Donau-Auen und jetzt gerade versucht er sich nochmal als Cheftrainer beim DSV Leoben. Auch da würde ich sagen, ganz großen Stationen sind ausgeblieben bisher. Aber Manussi, jetzt mal andere Frage. Jetzt mal angenommen, du wärst früher Fußballprofi gewesen, gerade so Anfang der 2000er. Aha. Da, wo man vom DFB vielleicht auch noch mal so eine Fußballlehrerlizenz noch mal so im Vorbeigehen bekommt. Schnelldurchlauf. Worauf hättest du denn Bock gehabt? So Top 3 Vereine, wo du gesagt hättest, da hättest du gerne mal angeklopft, ohne jetzt zu sagen, du wärst gerne Trainer von einem Champions-League-Sieger geworden. Das wäre wirklich gerne jeder, aber eher so, du weißt, was ich meine, ne? Wo du sagst, so Herzensstationen auch. Ja. Gut, wir nehmen, und die eigenen Vereine nehmen wir jetzt mal komplett raus. Ne? Ja, also, Schalke-Trainer wärst du gerne gewesen, das ist klar. Ja, weiß ich nicht, ob das ist, was man gerne macht. Also, schaut auch mal gut überlegen, glaube ich. Ja. Irgendwas im Ausland fände ich ja schon reizvoll. Ne? Also Italien, so ein italienischer Zweitligist irgendwie. Ja. So eine schöne Stadt, weiß ich so. Gut, Salerno ist jetzt mittlerweile Erstligist, aber. Ich sehe dich wohl als Trainer vom FC Bari. Ja, Bari. Mit diesem schönen Hahn da sehe ich dich. Aber Salerno ja zum Beispiel auch an der Amalfiküste, ne? Auch wunderschön. Ja, gut. Ne? Also, ja, gut. Sowas da hätte ich. Von mir aus auch noch 2 Monaten entlassen. Ach nein. Schön, nein.
Frage, wenn du jetzt Trainer von Salernitana gewesen wärst, ja, wärst du dann jemand, der so im Legia-Trainingsanzug an der Seite gestanden hätte oder im Anzug? Quatsch, nee. Schön, na, schön der Legia-Trainingsanzug, ja klar. Ja, aber ich meine, wenn du an der Amalfi, fand ich du an der Amalfi-Küste arbeitest. Ja, ist, nee, trotzdem, ich finde, ich fand, Shoutout an Jürgen Klopp auch, dass er im Champions-League-Finale im Trainingsanzug an der Seite stand. Boah, jetzt müssen wir aufpassen, wir changieren in den Themen, aber da sage ich dir ganz ehrlich, das finde ich einen kleinen Skandal. Ich finde es geil. Nee, es gibt Dinge, an die muss man sich halten und der Anzug im Champions-League-Finale, finde ich, gehört dazu. Das hat dann auch schon... Ja, das frage ich mich tatsächlich, gibt es eigentlich, ist das Pflicht? Ich glaube nicht, es ist einfach gute Sitte. Es war Pflicht? Es war Pflicht und dann wurde es abgeschafft. Ah, okay. Gefällt mir nicht. Okay, jedenfalls. Salerno, irgendwie sowas. Salerno, und du, okay. Hast du so einen Platz 3? So ein Platz 3? Ja, ich sehe mich wohl auch den Bubble machen in Melbourne. Mhm. Irgendwie sowas, Melbourne Victory oder vielleicht auch in Neuseeland, wo man dann immer die Reisen hat nach Australien. Ja. Da sehe ich mich wohl. Aber dann auch mit einer schönen Elf-Freunde-Geschichte, der etwas andere Trainer, der auch gerne mal, weiß ich nicht, surfen geht. So. Das wäre der dritte Platz. Ja. Ich bleibe mal im Ausland und würde irgendwie einmal, das ist aber wirklich nur so ein Jahr oder so, ein Jahr Abenteuer, irgendwie irgend so ein Club in Montenegro oder so, irgend so ein kleinen Ort, so mit halb verfallenem Stadion oder so. Also ein Jahr lang ein bisschen mal... Da sehe ich dann vor allem so eine Kicker-Geschichte auf Seite 63. Was macht eigentlich Florian Nussdorfer? Und da wird dann so eine richtig geile Geschichte erzählt. Trainer wie du und so, bei Niksko Nikskic. Ja, aber da mit dem montenegrinischen Fußball gerade auf den Kopf stellst. Ja, mit einem mutigen 3-4-3. Und bist gerade mit dem Aufsteiger Tabellenzweiter und klopfst auch europäisch jetzt an. Genau, das ist ja, genau. Und dann mit so einem Verein die Champions League Quali spielen irgendwie oder die Europa League Quali. Ja, also natürlich ist irgendwo in Gibraltar Schluss. In der ersten Quali-Runde schön anfangen und dann gegen den zweiten aus Mazedonien oder so, den Pokalsieger. Ja, boah, das finde ich auch geil. Mein zweiter Platz wäre mir auch so ein bisschen eher gefühlig. Also so eine lange Trainerkarriere über 10, 15 Jahre in Mittelostdeutschland. Also so gerade so Meuselwitz, Halberstadt, Goslarer SC. Das mache ich so über 10 Jahre. Und kenne mich aber unglaublich gut auch da in der Landkarte aus. Klar. Und weiß halt so ein Sergej Iwiljuskin zum Beispiel, der ist verfügbar jetzt. Ja, und der hat ja früher bei Wolfsburg in der Jugend stark gespielt. Und den rufe ich nochmal an, weil ich habe die Nummer nämlich noch. Und den locke ich jetzt zu Meuselwitz. Ja, klar. Und der Schmidi, der war ja jetzt auch schon 4 Jahre bei Fürstenwalde. Ne? So. Hat da auch. Ja. Und dann auch immer so ganz... Die Nummer und auch so ein riesen Telefonbuch. Ne? Also Handykontakte noch und nöcher. Unfassbar. Man wird freigestellt dann von Fürstenwalde und da kannst du von ausgehen, 2 Wochen später ruft Aglinicke an und guck mal, was geht. Genau. Und da sehe also ich in dieser Region wirst du nie arbeitslos. Genau, und Ziel des Ganzen ist natürlich, dass man später so in so einen Keller steigt, seines Einfamilienhauses, und da sind einfach viel zu viele Trainingsanzüge und Trikots von früher. Ich dachte, du meinst jetzt auch ganz viele so Fuvos und so. Ja, das auch, das alles weggesammelt. Ja. Ja, da sehe ich mich. Und dann auch immer so gerne, man wird dann bei der Leipziger Volkszeitung, wird man auch gerne aus einer Podiumsdiskussion eingeladen, Zukunft des Fußballs. Und dann erzählt man so, ja, früher war alles noch ein bisschen anders in der Regionalliga Nordost. Genau. Aber wie gesagt, lieber dann auch da so West-Nordost. Ja, egal. Der schöne Westen Nordost. Ja, genau. Wattenscheid 09. Ah, aber bist du zu Kultfigur? Bist du so ein bisschen Farah Toku? Ja, Farah Toku finde ich schon nicht verkehrt, aber nicht so bei Kultfigur denke ich direkt so an Peter Neururer. Nee. So und jemand, wo man auch immer sagt, so Mensch, der Nussdorfer, der müsste eigentlich mal ein Angebot von höher bekommen. genau so. So in der Art vielleicht. Der Wattenscheid 09, Schlorheide, fände ich geil. Also ist ja auch dann Heimat und die beste Stadion, wo ist Deutschland? Und zuletzt hat man auch nochmal gesehen, was da geht. Also jetzt aufgestiegen wieder in die Regionalliga vor der Megakulisse von 6.300 Zuschauern. Also so viel war da noch heute wirklich lange nicht los. Ja, das stimmt. Geile Bilder auch auf jeden Fall. Total.
Platz 1? Auch das wieder so eher so ein Gefühl. Ja, klar. Weil, nichts anderes geht's hier. Ne, wir haben ja gerade gesagt, wir wären ja Ex-Profis Anfang der 2000er gewesen. Mhm. Und das war ja auch die große Brasilianerzeit in der Bundesliga. Ja. Und da hätte ich dann wahrscheinlich damals schon Kontakte geknüpft zu dem einen oder anderen Brasilianer. Und ja, der so ein Mitspieler von damals, den du hast, mit genau. dem du dich immer gut verstanden hast. Und genau. Und der ist nämlich jetzt mittlerweile Vereinspräsident bei Porto Alegre und hat mich angerufen. Mhm. Und über diese Nummer, über diese Schiene, komme ich nach Südamerika. Und da mache ich den ganz großen Zampano. Und da auch so, ja, keine Ahnung, Serie D-Gewinner mit AFC Floripa, dann mal angegriffen mit Flamengo, auch mal im brasilianischen Pokal, Copa Sudamericana mit, weiß ich nicht, River Plate gewonnen. Und später falle ich über so einen richtigen Skandal, klar, weil ich an so Transfergeschäften mit brasilianischen Talenten rüber nach Spanien. Da bin ich irgendwie mit dran beteiligt. Klar. Und da gibt es mal eine ganz räudige Geschichte im Kicker, wo es heißt, was weiß der Mann? Und was hat Rogon damit zu tun? Und ich kann mich nur noch so gerade aus der Affäre rauswinden. Er ist dann aber nochmal Nationaltrainer von Venezuela. Klar, weil der gute Name, der ist dort nicht ramponiert. Und mit 67 geht es noch zur WM. So nämlich. Also, falls ihr euch so fragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wir machen uns unsere Trainerkarriere aus. Willkommen in der Mittagspause von der Freunde. Genau. Bin mal gespannt. Ich guck mal kurz. Das müsste doch eigentlich in den Kommentaren jetzt. Genau, guck du mal kurz. Ich leite noch einmal kurz das letzte Thema ein, weil da sind wir von Strahlen. Oh, okay. Müssen wir kurz. Ja, okay. Hier ist eine Menge passiert. Ja. Und das muss ich mal hier kurz aufarbeiten. Ja. Also, Moritz Jonas schreibt, ich würde definitiv den RCD Mallorca wählen. Gute Idee. Wirklich gute Idee. Auch da gibt es ja... Ist das ganze Jahr in diesem Fall dann. Genau. Kalle Svensson sagt SSC Neapel. Fühle ich auch, aber schwieriges viel, Umfeld. Viel auch, Druck, ne? Auch. Also ich glaube, da ist auch... Muss man aushalten können. Nerven haben auch. Und viel an... Also Teflon braucht man. Da braucht man Teflon. Ja, da muss ein reiner Teflon-Trainer sein. KHSV schreibt, Widat Casablanca... Oh. PSS Lehmann und CD Teneriffa. Er nimmt alles mit. Moritz Jonas und der Dude entscheiden sich beide für Perth Glory. Mhm. Ja, Australien ist da scheinbar so ein Ding. Ne? Dann TSGE wählt auf Platz 1 Valur Reykjavik und auf Platz 2 HB Torshorn. Ingold will ins schöne The Valley bei Charlton Athletic. Aha. Ja, England wäre natürlich auch nochmal geil. Ja. So ein englischer Fünftligist oder so. Ja, sowas. Und man, wer war denn da nochmal Trainer? Wie hieß nochmal der französische Skandalspieler jetzt? Nicht Cantona, sondern später, 2010er Zeit. Anelka? Nee. Oder war der Franzose, hat er nur in Frankreich dann am Ende noch gespielt? Er hat am Ende nur in Frankreich gespielt. Joey Barton, ja. Genau. Joey Barton, und der hatte auch mal irgendwie so Tranmere Rovers oder so. Mhm. Da gibt es ein paar geile Geschichten auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Da war doch auch Uwe Rösler. Hat doch auch mal so dritte englische Liga trainiert. Ja, und Mensch, das ist die. Corbin schreibt, Shelburne FC, Co-Trainer von Damien Duff. Boah, so eine Co-Trainer-Nummer, ne? Mit so einer Legende. So irgendwo bei Frank Lampard nur die Hütchen aufstellen. Ja, oder einfach Betreuer. So, Jungs, wann ist Mannschaftsabend? The Way of Way geht eher so den skandinavischen Weg. Tromsø IL, Aalborg BK und eBay Westmanager. Yeah. Heißen eBay? eBay Westmanager. Ah, yeah. Okay. JPL schreibt, er will in den Highlands trainieren, aber eine Ikone im Regionalliga-Fußball wäre auch geil. Ja, sag ich ja. Paul schreibt Twente Enschede. Come on, Twente Enschede. Und Anna Panna möchte Trainerin bei Ofi Kreta werden. Oh. kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sollte man sich an das Wort Malaka gewöhnen. Also, ja, das stimmt. Wenn man Trainer bei Ofi Kreta ist. Aber geiles Stadion. Das sind so vier komplett zusammengeschusterte Tribünen. Oh, du warst da schon? Ja. Oh, letzten September oder Oktober war ich auf Kreta im Urlaub und habe ein Spiel von Ofi mitgenommen. Und The Definition, der Hip-Hop-Podcast, entscheidet sich für, und das ist fast mein Gewinner, Sligo Rovers, Wo ist SC Bari,
Oh, ja. Und Trainer von Schalke 2. Ah. Das fände ich auch ganz. Und da auch dann so eine Halblegende werden. Oder Schalke Frauen, die übrigens gerade aufgestiegen sind. Ah ja. Die, ein Jahr nach Gründung quasi. Und spielen jetzt nächstes Jahr in der Bezirksliga? Genau. Glückwunsch an der Stelle. Und kurze Info von JPL, Joey Barton müsste jetzt mit Bristol Rovers aufgestiegen sein. Aha. Mhm, da lernt man noch was. Ja. Zum Abschluss, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber was soll's denn? Wir hatten es angekündigt in den Kommentaren. Deswegen, FC St. Pauli. Genau, und da wollte ich von Strahlen überleiten, weil Strahlen spielt ja im Pokal gegen St. Pauli. Ah, okay. Genau, das ist, wow. Das ist die Connection. Gute Klammer. Ja. Guter Cliffhanger auch vorhin gewesen. Genau. Der FC St. Pauli muss nach Strahlen und also an dem Wochenende ist das Millerntor quasi bespielbar. Ja. Ist frei. Aber der Verein hat jetzt dem anderen Stadtverein, nicht dem HSV, sondern Teutonia Ottensen, ja, verweigert, dass sie im Millerntor spielen können, was sie gerne tun würden, mhm, um gegen den Pokalsieger, ja, RB Leipzig zu spielen. Genau. Und jetzt ist die Frage, ist das klare Kante oder Populismus? Wahrscheinlich ein bisschen beides, ne? Aber nicht nur, weil man seine Werte vertritt oder Entscheidungen fällt, die bei der einen, beim eigenen Anhang auf Zustimmung stoßen, ist ja nicht unbedingt der Populismus der Auslöser, die Begründung dafür, mhm, dass man so entscheidet. Und was ja auch dabei so ein bisschen mit reinspielt, glaube ich, ist auch, dass Ottensen jetzt ja kein cooler, sympathischer Regionalligist ist, sondern auch, glaube ich, so ein bisschen so einen schmierigen Hintergrund hat mit Geldgeber und was weiß ich. War da nicht Lukoil bis vor kurzem? Weiß ich nicht genau. Ich gucke es ganz schnell, ja, nach, aber erzähl mal eben weiter. Genau, und Ottensen spielt in der Regionalliga, glaube ich, im Stadion Hohe Luft. Ja. Sehr schönes Stadion. Zu klein für den Pokal natürlich. Mhm. Und ja, also ich finde, dass St. Pauli gehört das Stadion, glaube ich, ne? Ist so Eigentum des Vereins, ist nicht, ja, irgendwie von der Stadt oder so. Und, ja, wenn die sagen, ey, wir haben keinen Bock auf Ottensen gegen Leipzig bei uns, dann ist das so. Und, ja, dann, ich hätte auch keine Lust, dass Red Bull Leipzig bei mir im Garten spielt. Ja, keine Ahnung, ich meine, ich will auch keine Plattform geben. Auch da wird sich ja häufig von Vereinsseite, also vom FC St. Pauli aus, ja durchaus auch dann, da gibt es ja schon seit vielen Jahren eine klare Kante, wie man zu solchen Konstrukten steht eigentlich. Ja. Und da finde ich es eigentlich richtig und ich finde, es ist eigentlich doch, das tut niemandem weh in dem Sinne, sondern man sagt einfach nur, dass es hier, ja, wegen meiner habt ihr es geschafft, irgendwie die DFL-Statuten zu umgehen oder, mhm, so einzuhalten, dass kein Anwalt der Welt mehr um das anfechten kann, beziehungsweise der Verband hat es auch gerne mitgemacht. Ja. Aber da muss man doch als Verein nicht auch noch mithelfen. Und dann kann man doch sagen, Mensch, ihr habt ein Problem, weil ihr nicht wisst, wo ihr spielen könnt. Freunde, sucht euch doch was, ist doch nicht unser Problem. Im Zweifel baut ihr halt ein neues Stadion. Das ist doch nicht. Also, weißt du, ich finde das total richtig, dass man da einfach auch mal sagt: So, Leute, wir wollten euch nicht im Fußball hier haben. Ja. Und dann brauchen wir euch jetzt auch noch unterstützen. Und wenn ihr meint, mit solchen Methoden in Deutschland mit Fußball spielen zu müssen, dann habt ihr halt gewisse Nachteile, auf die ihr euch aber habt auch einstellen können. Und ich finde das klar, wie du sagst, ist halt, natürlich ist das populistisch im Sinne von, es gefällt. Trifft auf Zustimmung beim eigenen, ja, Anhang. Ist auch, ja, sag ich mal, ein bisschen einfacher Protest, aber, ja, tut niemandem eigentlich großartig weh und ist doch ein schönes Zeichen. Ah, KHSV schreibt, Kapazität wäre sogar wohl okay im Schall und Hohe Luft, aber es stimmt, es ist Kunstrasen. Und das macht ja Hohe so Luft ist mittlerweile Kunstrasen. Ja, ja, ja. Und das macht das, ich finde, ja, so Kunstrasen für Amateurfußball, wie wir ihn spielen, manchmal sogar die bessere Option als so ein schlechter Rasenplatz. Okay. Aber in so Stadien mit Tribüne wirkt es immer direkt falsch. Ja. So Kunstrasen, am besten davor noch so graues Pflaster. Oh ja. Dann so für diese Barrieren. Ja, wo Leute auch viel zu schnell, wenn sie relativ schnell die Außenbahn und dann kommen sie so ein bisschen vom Weg ab. Da gibt es immer sehr unschöne Szenen. Ich verstehe das auch immer nicht so ganz. Es gibt sehr, sehr viele Kunstrasenplätze, wo der Kunstrasen sehr schnell aufhört. Ja. Dann kommt diese graue Pflasterung, mhm, und dann kommt direkt so ein Geländer. Ja, genau. Das gibt es unter anderem bei uns am Nebenplatz in Meppen und jede zweite Woche
gibt es einen Außenbahnspieler, der vom Kunstrasen abkommt, ja, mit den Stollen, weil der Kunstrasen schon gut ist, sodass du nicht mehr die Multinocken brauchst, kommt auf das nasse Pflaster, kommt langsam ab und mit dem Kopf aber zielgenau gegen dieses Aluminium von dieser Bande. Ja. Und jedes zweite Mal denkst du, irgendwann bleibt mal einer liegen. Und warum hat man diesen Kunstrasen nicht einfach noch einen Meter weiter nach rechts gebaut? Mit einer schönen Auslaufzone. Naja. Giovanni Elber hat sich mal im Bochumer Ruhrstadion hinter die so eine Balustrade, so eine Bande geworfen, weil er war irgendwie verletzt und dachte, er wirft sich noch so halb im Fallen quasi darüber, rollt sich so ab, sah ziemlich cool aus. Was er nicht bedacht hat, war, dass dahinter weder Rasen noch Tatanbad oder sonst was ist, sondern halt auch so gepflastert. Und das war ziemlich schmerzhaft, glaube ich. Oh, shit. Ja. Und Clemens Paulusch, und damit schließen wir, sagt, seine drei Optionen, irgendwo, wo es warm ist. Jamaika, Australien oder Kanarische Inseln. Aber ja, so eine Karriere kann ja auch lang sein. Warum nicht alles drei? Genau. Ja. Gut. Ich dann verabschieden wir uns jetzt in wärmere Gefilde. Ja, in diesem Sinne. Bis morgen, dann im Legia-Trainingsanzug. Mit Sicherheit.